Fick dich, jetzt bist du fertig. Dann mach das Pendel, entkommst nicht mehr, du! Sorry. Ich bin gerade sowas von Rage. Sowas von salzig. Weil das voll die Pussy-Taktik gerade war. Und der gewinnt mit der Pussy-Taktik. Der kommt aus Pussyhausen. Schaut ihr doch euch doch mal an. Ah. Das kann doch nicht wahr sein. Ach komm, du bist doch scheiße. Oh nein, jetzt belebt es wieder. Nein. Ach, ich Mm-hmm.
habe weniger Lebenspunkte. Das wäre jetzt einfach nur. Ich muss ja nicht so viel beschwören wie möglich. Ach, ich verliere gleich genauso viel. Scheiße. Ein bisschen verrechnet, egal. Kann ich den nicht töten? Kann ich den? Nein, kann ich nicht. Na, egal. Er ist ja nicht dumm. Warte mal.
1 Zauber 10 Marker von dieser Karte entfernen und dann 1 Zauber. Noch gewonnen. Ja, mit dem anderen Deck hätte ich es nicht geschafft. Schade, es tut mir so leid, alles. Ja genau, nach allem, was du getan hast. Du musst mir glauben, es war alles wegen Vetrix. Ich hätte nie seine Befehle befolgen sollen. Aber ich habe es getan. Als ich deine Schwester duellierte, hat mich Vetrix gezwungen, eine mächtige Karte zu benutzen. Wegen dieser Karte wurden sie verwundet. Ich fühlte mich schrecklich mit dem, was passiert war. Ich wollte sie nie verletzen, aber das ist, was Vetrix geplant hatte. Als sein Sohn habe ich nicht nachgedacht. Und ich habe nur das getan, was mein Vater von mir wollte. Bitte, Shark, bring meinen richtigen Vater zurück. Jetzt stand Yuma Nistro gegenüber. Dies war das Duell, um zu sehen, wer den letzten Platz im Turnier-Halbfinale gewinnen würde. Wurde Zeit, dass du auftauchst. Nistro! Es scheint, es ist zwischen dir und mir in dieser Runde. Bist du bereit? Aber sicher! Was? Na gut. Das kann er bestimmt. Einmal bespielst du uns. Utopia. Utopia Strahl. Gagaga Cowboy. Na, ich bleib bei Utopia. Ach komm, das ist doch jetzt nicht wahr. Was? Oh, 3, 4. 3, 4 Sterne-Monster, aber er braucht ja nur ein. Es ist nicht so. Okay. Was? Komm schon, du hast kein Monster. Nein, du hast ein. Du bist doch scheiße. Du behältst die Attacke nicht, bitte. Er behält es? Bis zu meiner Endphase, okay.
hier scheißig drauf. Also, zurück, jawohl. Du bist doch so. Muss jetzt. Was? Oh nein, nein, was sie? Warum sind die so stark? Stufe 3, Terrorbar. Was? Das ist nur eine gute Verteidigung, aber was? Ach, ich kann aber dafür. Aber drei Monster. Ah, Leviathan-Drache dann halt, ne? Ach, wieder die, nein. Bleib mit seinem Rüstung. Ach, ich hab zwei Monster da. Die sind dann beide Stufe 4. Oh. Ich dachte beide Stufe 3. Ja dann. Ich habe Angst vor seinen verdeckten Kram, ne? Ich finde Exis immer noch irgendwie nicht so besonders. Utopia-Strahl. Warte mal. Okay, wenn ein offenes Hero-Monster ist, so kontrolliert das Ziel für eine andere Gewebe, weder ein anderes.
Fick dich. Was ist das für ein Du? Ich hasse diese Dixies-Kacke hier. Weißt du was? Fick dich. Ich hab die Schnauze voll von dir. Jetzt kommt's drauf an, was er zieht. Ich hoffe, der zieht in 4 Runden nichts. Ach, verdammt. Habe ich ein Go-Go? Nee, hab ich nicht bestimmt. Gut. Ich weiß nicht, was das da hinten ist, ist mir jetzt auch scheißegal, aber es könnte gefährlich werden. So eine Falle. So, ich will mal gucken. Hier hält uns mit der Attacke. Was ist das? Was ist das? Dann musst du das für den Gegner unterhalten. Du musst 1000 LP oder weniger haben, um diesen Effekt zu aktivieren und auszulösen. Das ist total schwachsinnig. Da muss ich ja fast tot sein. Und dann kann ich SOP sein. Ja, jetzt kommt's drauf an. Was ziehst du? Der Herz der Karten. Komm schon. Natürlich hat er noch Monster. Komm schon. Noch einmal. Komm schon. Für den Notfall. Oh, gut. Nestro, ist lange her, dass ein Duell mich so heiß gemacht hat. Das war großartig. Yeah! Juma, ich möchte dir was geben. Aber im Gegenzug musst du mir versprechen, dass du in jedem Duell alles, was du hast, gibst. Das ist Excalibur. Aber das ist deine beste Karte. Sag einfach Danke. Ernsthaft? Vielen Dank. Ich werde alles tun, was ich kann, um dich stolz zu machen. Oh, ein heroischer Schwärmchen-Deck ist auch übel.